Hallihallo Leute und herzlich willkommen wieder zurück bei Let's Play Dying Light. Ja, was für ein wunderschöner guten Morgen hier. Ich würde sagen, wir müssen... Ja, Shift und W ist eh wieder da. Wir müssen unbedingt jetzt die UV-Strahlen zu Elfie bringen. Das heißt, wir haben noch einen Weg vor uns. Da möchte ich zwar nicht über drüber springen, aber die Füße brennen noch nicht. So, okay. Wie weit müssen wir eigentlich rennen? Die Map. Wir müssen ziemlich weit rennen bis hier unten hin. Aber dann ist auch gut. Und dann könnten wir eigentlich hier die zwei noch einnehmen. Dann haben wir wenigstens das mal gemacht. Den hier müssen wir auch noch einnehmen. Ich weiß nicht, ob es ein Achievement gibt. Und dann haben wir hier noch Zeug. Quests und Gedöns. Also heutiges Ziel hier entlang. Das hier einnehmen. Dann hier machen. Was auch immer dann als nächstes kommt. Vielleicht das hier einnehmen. Das hier ist die Hauptquest. Die möchte ich noch nicht machen. Wir müssen wahrscheinlich einmal da hochwandern. Das hier einnehmen. Und dann hier hin. Also ein bisschen hin und her pendeln. Aber ich möchte gerne alle Safe Zones von diesem Gebiet haben. Der Vollständigkeit halber. Und vielleicht, weil es ein Achievement gibt. So, okay. Wir kommen hier hoch, oder? Sehe ich das richtig? Sehr gut. Oh, oh, oh. Ach, hier ist die Sicherheitszone. Ja, natürlich so einer. Oh. Da ist immer noch so ein Bastard. Haben wir da nichts Besseres für den? Ah. Verdammt. Das ist ein bisschen dämlich, dass der so ein 360 machen kann. Das war jetzt ein ziemlich starker Lag. Okay, ist jetzt gut. Haben wir's? Sind wir zufrieden? Sehr schön. Okay. Dann auch den Strom ein. Und hoffen, dass es klappt. Leider noch nicht ganz. Ich muss... Klettern. Nehme ich an. Das tun wir ja zum Glück gar nicht so viel. Immer die Abwechslung im Spiel. Schalten Sie den Strom ein. Ich dachte, das hätte ich gerade getan. Hallo? Nutzen. Geht doch. Okay. Noch weiter hoch. Sehr schön. Thank you.
Ein guter Sprung. Elegant hochgezogen. Und jetzt müssen wir hier auf die Seite und dann so rüber. Sehr gut. Und hier müsste der Stromschalter sein, oder? Natürlich. Sicherheitszone freigeschalten. Und jetzt müssen wir noch hier hoch, weil da oben ist wahrscheinlich so eine Flagge. Oder irgendein Item, was wir dringend brauchen werden. Vorsichtig. Nicht unüberlegt handeln. Gut, da sehe ich die Flagge. Das war's auch schon. Hier entlang müssen wir einfach bis runter gleiten können. Aber das ist ein ziemlich riskanter Sprung. Sage ich jetzt mal. Das ist ein sehr riskanter Sprung. Whee! Okay, läuft. Perfekt. Nicht in diese Richtung. Das ist ein bisschen blöd. Können wir nicht hier entlang? Anscheinend nicht. Haben wir nicht irgendwie so einen Mülleimer unten? Weniger. Na gut, wir werden wohl oder übel nur in diese Richtung können. Was ist in dieser Richtung? Hier entlang. Wir schauen in diese Richtung. Das heißt, wir könnten... Nee, wir werden jetzt einfach da. Wir gehen jetzt einfach hier hin. Ich will jetzt nicht so lange Umwege machen. Ach, wir sind wieder hier gelandet. Schön. Okay, wir haben hier was. Aus welcher Etage? Da kommen wir bis dort unten hin. Oh, war schlecht. Ja, 440. Ich glaube, wir haben langsam keine Überlebenspunkte mehr. Seit dem letzten großen Abenteuer. Wo kommen wir denn? Ah, wieder hier? Ernsthaft? Toll, jetzt mache ich aber auch ein bisschen Risiko. Das ist mir zu blöd. Du warst ein bisschen zu weit. Hier hat gereicht. Ja, perfekt. Klassisch übersprungen. Ja, hier. Das ist dein Problem. Das werde ich dir nie vergessen. Danke. Oh, das ging schnell. Okay, immerhin. Wir können ja nochmal ein Parcours-Rennen machen, so eine Herausforderung. Oh Gott. Gott sei Dank muss ich die nicht mehr machen, oder mache ich die jetzt nicht mehr so im Let's Play. Perfekt. Und hier sind wieder im Turm. Brauchst du irgendwas?
So, alles mit. Mein Schwager hat auch einen Daumen verloren. Bei dem war es allerdings ein Schock. So, nun kommen wir zu dir. Brauchst du was? Dann musst du warten. Wir haben zu tun. Ich hab was, das deine Stimmung aufhellen könnte. Die Strahler? Du hast die Brückenstrahler? Aber wie? Na egal. Geht mich nichts an. Bracken auch nicht. Sag, du hast sie in einem Schuhkarton gefunden. Bist mein neuer Lieblingskumpel, Crane. Ich kümmere mich um dich. Morgen Abend werden wir schon viel sicherer sein. Sehr schön. Quest abgeschlossen. Yay. Hier gibt es immer was zu tun. Ja, ich will nicht ans Brett. Okay, soviel dazu. Dann schauen wir mal, was wir sonst noch als Quest haben. Hardware ist hier ganz in der Nähe. Mitternachtsbraut müssen wir auch noch abgeben. Ich weiß noch nicht genau wo. Hier, sehr gut. Da kommen wir eh noch hin. Und eigentlich können wir auch direkt dahin gehen über diesen Wegpunkt. Weil da ist auch die andere Quest mit den zwei Dumpfbacken. Und die wird auch wahrscheinlich langsam zu Ende gehen, die Quest. Ich nehme an, die beiden gehen drauf. Entweder durch Zombies oder durch mich. Ich wünsche ihnen beides. Alter! Ich wollte überspringen. Hat aber leider nicht gereicht. Aber ich wollte es trotzdem. Ja, stimmt, ich habe ja diesen Tackle-Ellbogen-Move. Rennen und E drücken. Nicht schlecht. Hier oben ist die Safe Zone. Kurz nachschauen, ob hier oben irgendwas ist. Nein, sehr gut. Das heißt, die Safe Zone ist hier drin. Und ich probiere es mal mit der Tarnung. Ah, schade. Hier ist ja gar keiner mehr. Wie auch immer ich jetzt das geschafft habe. Wieso hat es so lange gebraucht? Ich dachte gerade, was muss ich sonst noch tun? Sicherheitszone? Ah, klappt jetzt sehr gut. Ist nicht so diese Stealth-Kill-Animation, was ich wollte. Alter, was? Alter, was ist mit der los gewesen? Hält auf jeden Fall ziemlich lange. Meine Fresse. Wie lange ich in diesem Stealth-Modus rumrenne? Ist das normal? Jetzt bin ich draußen. Alter, hat das lang gedauert. Ist es jetzt durch den zweiten Skillpunkt so verlängert worden? Wenn ja, Hut ab. Das wird mir das Leben sehr viel leichter machen.
Was auch immer das war. Das sieht gefährlich aus. Okay, nicht eingestürzt. Sehr gut. Verdammt. Ich hab Flugzeug. Oder auch nicht. Und hopp, komme ich hier hoch? Nein. Kurzen Tackle. Was zum... Alter. Die Ladies drehen durch, wenn sie mich sehen. Okay, wir müssen zur Fisherman's Village wieder zurück. Wir, seit langem. Ach, du hast ein Sonderangebot für mich. Ja, was hast du denn? Highlander Beil. Klingt interessant. Brauche ich aber nicht. Schmiedevorschlaghammer. Das klingt wirklich nicht schlecht. Eine neue Zweitwaffe wäre auf jeden Fall ziemlich praktisch. Weil unser Feuerwerk, die ist langsam ein bisschen am Ende. Aber die ist nur blau. Ich möchte wieder eine, die ein bisschen mehr hält. Drei Reparaturen, das ist ein bisschen mager. So, wir gehen jetzt mal hoch. Wie ist die Zeit? 17 Minuten, ja, bleibt nicht mehr viel. Sie schon wieder. Sagen Sie Raiz, er kann mich am... Hey, was ist das? Haben Sie Kräuter? Wunderbar! Jetzt muss ich nicht mehr mühselig nach Essbarem suchen. Sie sind mir ein Rätsel, aber hier ist Ihr Lohn. Haben Sie sich redlich verdient. Vielen Dank. Immerhin haben wir die Scheiße mal abgeschlossen. Haben wir auch schon lange. Okay, jetzt haben wir einige Quests hier drin. Ich bring dich um. Wir sollten Abstand halten. Ja, er ist bestimmt mit allem Möglichen infiziert. Na Gott, die zwei, die gehen mir jetzt schon auf den Strich. Algen und Fernglas will ich gar nicht machen, diese Bretter, weil das dauert dann, das ist einfach nur... Du Monster, komm raus, du Feigling! Sei ein Mann und öffne die Tür! Wir wissen, dass du da bist! Eine Dreiecksbeziehung. Okay, wir schauen im nächsten Part wieder vorbei. Ja, bis zum nächsten Mal bei Let's Play Dying Light. We'll be right back.